Los geht's! Einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap Talk Episode Nummer 14. The Winning Streak continues und wir machen trotz der hohen Temperaturen weiterhin noch mehr Heat. Und das ist auch gut so, weil es gibt einiges zu tun, es gibt einiges zu besprechen und vielen, vielen Dank an alle da draußen, die heute wieder dabei sind bei unserem kleinen, aber feinen Donnerstagabendstream zum Thema Caps und noch mehr Caps. Wir starten natürlich wie jede Woche mit der Begrüßung. Das heißt, wenn ihr irgendwas in den Chat reinschreibt, dann weiß ich, dass ihr da seid und dann werdet ihr natürlich auch begrüßt. Und wie jede Woche wird die Community als erster gegrüßt und als erster heute war da unser Mann an der Technik. Vielen, vielen Dank wieder für das tolle Setup und für die Betreuung und die Unterstützung während des Streams an unseren lieben Snakey, der begrüßt uns mit Ola. Dann geht's weiter, schöne Grüße in die Schweiz an den lieben Enzo. Es geht weiter, Tyrant Sandwich ist da, moin moin, der Guard 2066 ist da, der James Glean 23 ist da, der Simi 89 ist da, der Cap Rambo 81 ist da, der Kareem ist da. Und das ist gut, dass der Kareem heute da ist, weil wir brauchen heute auf jeden Fall die Unterstützung von Kareem. Der muss uns erklären, was ein John ist. Mehr dazu später, wenn es um die Minor League geht. Und dann geht es weiter. Der 738 ist da, der Seahawker 95 ist da. Und Seahawker 95, schöne Grüße an dich. Ich habe deine Nachricht auf Instagram noch nicht beantwortet. Ich habe aber nicht vergessen. Ja, nur, dass du Bescheid weißt. Bakersfield 80 ist da. Dann ist der Cap Chris aus Hamburg da. Ein frisches Moin und guten Abend in die Runde. Ja, ebenfalls guten Abend auch zurück von mir. Heute ist ja, glaube ich, kein EM-Spiel, wenn ich richtig liege. Oder ist heute was? Keine Ahnung. Seit Österreich weitergekommen ist, nur mehr Party machen. Der Sing86 ist da, der Celtic Head Collector ist da, der Mr. Casanova ist da, Austria Wien 1100 ist da. Servus, Austria Wien. Stabilosaurus ist da. Der Steff 1984 ist da. Der Mr. Kramer ist da. Schöne Grüße nach Köln. Der Waste Your Time Bro ist da. Der Skuddelbüt ist da. Der Ferenczak ist da. Hello, Ferenczak. Der Kubischot ist da. Yo, yo. And der Chris FFM 85 ist da. Der Yermi2K ist da. Oh, der Snakey sagt, meine Augen funkeln aber sowas von. Ja, auf jeden Fall. Heute gibt es einiges zum Sehen. Dann ist Pavel ist da. Hi Toppers Boys. Hi Pavel. Der Flippo Cap Collector ist da. Der TP03 ist da. Der Lucky Lurch ist da. Der Tyron Sandwich ist da. Der Jay ist da. Der Sködelbüt. Die habe ich schon begrüßt, oder? Und natürlich auch schöne Grüße nach Hamburg an den Left. Und der Spankman Höck ist auch da. Ey, yo, schön, dass du da bist und natürlich noch einmal schöne Grüße in die Schweiz an den lieben Mac Awesome. Alright, so, awesome. Und allein vom Intro habe ich ungefähr schon einen Flüssigkeitsverlust von ungefähr einem Liter, weil ich jetzt schon schwitze, weil es richtig nice heiß ist hier herinnen. Und ihr könnt euch das vorstellen, draußen bei uns hat es aktuell, glaube ich, 36 Grad. Hier im Cap Cave ist es natürlich wohl temperiert, weil die Caps dürfen ja nicht mehr als 30 Grad haben, wie in einem guten Weinkeller. Aber seit die Lichter an sind, steigt die Temperatur von Minute zu Minute, aber I don't care. Wir haben genug zum Tun. Wir haben heute genug zum Herzeigen. Was passiert heute? Michopolis ist auch noch gekommen. Hallöchen. Patrick, bevor du anfängst, ganz oben rechts die Rays. Alles, was da hinten ist, wird heute auf jeden Fall nicht gezeigt. Das ist so ein bisschen die Vorbereitung für nächste Woche. Dann könnt ihr euch das ansehen. Ich habe natürlich andere Sachen vorbereitet. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Das wollten wir schon länger machen. Heute gibt es natürlich neben einigen Live-Leaks, zeigen wir euch auch die Caps, die heute nach dem Stream kommen. Also heute nach dem Stream gibt es einen Shockdrop. Auf jeden Fall, die Uhrzeit erfährt ihr dann natürlich im Discord. Und wir zeigen euch, was in nächster Zeit so kommt. Wir zeigen euch, was in dieser Woche so gekommen ist.
Meine Grabs of the Weeks habe ich letzte Woche vergessen. Muss ich natürlich noch nachholen. Wir zeigen euch einiges an Restock, was bereits eingetroffen ist und in den nächsten Tagen online kommt. Wir quatschen über die 4th of July Collection von der MLB. Wir stimmen über 4 MLB Caps ab, von denen 2 in den MLB Drop am Montag kommen. Und last but not least, wir zeigen euch heute sowas, was wir euch noch nie gezeigt haben. Und zwar zeigen wir euch heute Concepts. Wir zeigen euch heute Concepts, die demnächst in den Store kommen werden. Und demnächst, das kann natürlich von bis dauern. Aber wir möchten euch ein paar verrückte Sachen heute zeigen, die wir so rauslassen werden in Zukunft. Auch das Thema Basely wird dabei ein Thema spielen. Und wir haben auch eine Cap umgesetzt, die es bereits länger bei uns im Store als Snapback Cap gibt. Und einige von euch haben sich gewünscht, die es findet. Ähnlich wie wir es damals bei der Inter Miami Cap gemacht haben. Mets, we need more Mets. Steff, hundertprozentig. Ralf Beanking joined the Toppers Family. Vielen, vielen Dank, Ralf. Und herzlich willkommen in der wohl verrücktesten und besten Cap-Community, die es in Europa hier auf jeden Fall gibt. I don't know. Ich bin einfach gerne da, ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Und der Donnerstagabend ist auf jeden Fall immer richtig, richtig nice, weil ich freue mich jedes Mal. Es ist jeden Donnerstagabend irgendwie so ein bisschen wie Weihnachten, wie ein kleines Kind, wenn ihr da reinkommt. Alles andere ist ausgeschalten. So, alles weg, nur meine Caps und ihr. Und ich kann euch dann auf jeden Fall immer wieder neue Sachen zeigen. Und das ist immer geil, wenn man dann das direkte Feedback von euch bekommt, ob es euch gefällt und nicht. Ich rocke die graue Bluefit Blue Jays. Ha, sehr nice. So, die war ja ein One-Time-Drop. Und da sind wir schon beim Thema Grab of the Week von letzter Woche. Was habe ich mir gegrabt? Und in dem Fall habe ich es aber so gegrabt, dass ich eine extra mitbestellt habe. Weil ihr wisst ja, normalerweise grab ich immer dann nur Sachen, die überbleiben. Also in letzter Zeit nicht so viel. Meistens bestelle ich mir das dann halt direkt mit. So. Gut. Und die ist es. Das ist die, was Kareem gerade angesprochen hat. Ich rocke die graue Bluefield Blue Jays. Und die habe ich mir auch rauslassen müssen. Absolut geiles Teil. Richtig nices Logo hier vorne mit dem Gunmetal. Richtig schön viel Glitzer drinnen. Richtig, richtig nice mit Silber. Und dem Angry Bird in den Bädern natürlich drinnen. Cap Rambo schreit Restock. Die wird leider nicht mehr kommen. Vielleicht funktioniert es nochmal, aber ich glaube eher nicht. Und dann habe ich bei der Floral natürlich zugeschlagen von den Mets. Super schlichter Style. Die Community hat sich das gewünscht. Wir haben versucht, es möglich zu machen, von dem New Era Drop aus den USA diese Cap ebenfalls zu bekommen mit dem Floral Undervisor. Es gibt noch von ein paar Teams Restgrößen. Das heißt, wenn ihr euch die reinziehen möchtet, könnt ihr die natürlich gerne im Store anschauen. So, die habe ich mir gegrabt und dann habe ich mir einen Restock gegrabt, der diese Woche gekommen ist. Und zwar, richtig nicer Vintage-Style, wie ich finde, mit dem Botanical Green und dem alten Seahawks-Logo vorne drauf. Richtig nice in 3D, Botanical Green, und in the back gibt es dann noch einen Seattle Seahawks-Script, schwarzes Sweatband, grauer Undervisor. Der Cap Rambo sagt, die Floral sind mega. Vielen, vielen Dank, da haben sich einige von euch gefreut und das ist genauso, wie es sein soll. Dann noch ein Community-Wunsch, der natürlich erfüllt wurde. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber in dem Fall ein 950 Snapback von den Golden State Warriors war gewünscht von der Community, The Bay Chinese New Year Edition. Und dieses Logo wurde bereits gefunden. So. Oder wurde bereits gewünscht, ebenfalls als 5950 zu bringen, und wir arbeiten bereits dran. Aber das ist richtig, richtig nice hier. Innen drinnen, ihr seht schon, Outline 3D, vorne The Bay in 3D, grauer Undervisor und der Snap hinten in Yellow, passend zu Golden State. So,
Kannst ja auch die von mir in die Kamera halten. Ja, können wir das nächste Mal machen. Ich habe sie nicht da. ist kein Problem. Also wie gesagt, ich kann die gerne in die Kamera halten, Mr. Kramer. No worries about that. So, weiter geht's. Dann haben wir das rote Schiff. Wir haben das schwarze Schiff gerestockt. Jetzt haben wir das rote Schiff ebenfalls gerestockt mit dem grauen Underweiser von den Tampa Bay Buccaneers. Und von den Arizona Cardinals ebenfalls jetzt wieder im Restock. Die haben wir vor 3 Wochen schon gerestockt und jetzt wieder sind 2 Lieferungen gekommen, Gott sei Dank, weil sie war schon wieder aus. Red Eye von den Arizona Cardinals ebenfalls mit grauen Underweiser. Gut, so, als fitted Bombe. Ja, du meinst die Golden State, nehme ich mal an. So, jetzt muss ich mal ganz kurz ein Wasser trinken. Herrlich, so. Gut, dann würde alle Grabs of the Week bei dir, fragt der Snacky. Ja. Ich hab aktuell ein bisschen Platz sparen zu Hause und das Ganze, der Umbau von meiner Cap-Wand, der ist noch immer in Progress. Und ja, ich habe die Caps einfach zu schnell weggegrabt, dass für mich nichts übergeblieben ist. Und deswegen habe ich natürlich nicht so viel graben können. So, was kommt denn noch? Wir restocken einen absoluten Klassiker und zwar mit einem der schönsten Side-Patches. 150 Years, die Red Stockings mit den Cincinnati Reds und dem C-Logo vorne. Red Underweiser, weißes Sweatband. Richtig nice. Das wird am Wochenende gerestockt und zusätzlich werden wir noch restocken. Ein Cap, das beim ersten Mal mega schnell weg war und zwar Pittsburgh Pirates Two-Tone mit dem All-Star Game Side Patch und den roten Outlines, grauer Underweiser, weißes Sweatband und last but not least von den St. Louis Cardinals mit dem World Series Champions Side Patch und roten Underweiser, weißen Sweatband in Sky Blue. Das ist einer der Restocks, die am Wochenende voraussichtlich kommen werden. Wir behalten uns natürlich jegliche Änderungen vor, ihr wisst Bescheid. Ihr werdet auf jeden Fall bei uns im Discord immer informiert, welche Restocks in den Store reinkommen. Und den Restock Alert, den könnt ihr euch direkt drinnen setzen, dann eben bei dem Cap-Voting-Kanal, den wir im Discord haben, und den Discord-Link, den findet ihr natürlich nur mit Einladung hier im Stream oder bei mir in der Bio auf Petlanta24. Dort in meinem Linktree drinnen gibt es auch den Link, wenn ihr noch nicht dabei seid. Ich nehme mal an, dass wir eine 98%ige Teilnahme aktuell haben bei allen Zuschauern. Dann könnt ihr auf jeden Fall sonst die restlichen 2% noch reinkommen in den Discord und mit uns über Sport und Caps labern. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wann kommt der Restock der Mets 50th Anniversary, fragt der Steff. Steff, es wird noch ein bisschen dauern. Wir haben wieder ein kleines Delay in den Lieferungen und deswegen können wir das noch nicht genau sagen. Aber es wird auf jeden Fall einiges an neuen Mets Caps auch in Zukunft geben. Heute beim Drop ist keine Mets Cap dabei, aber ich vermute mal, beim nächsten Drop wird dann wieder eine Mets Cap am Start sein. So, James McLean sagt, dann wird eben das Auto verkauft. Ja, ich werde das jetzt auch machen. Also, mein Auto gebe ich jetzt zurück und ich habe irgendwie keinen Bock, irgendwie jetzt da zu schauen im Sommer. Ist alles irgendwie, brauche ich eigentlich kein Auto, weil ich wohne jetzt direkt neben einem Cap Cave. Und das ist geil. So, dann haben wir viele Fragen von euch bekommen wegen der MLB-Kollektion 4th of July. Und das war in dem Jahr leider Gottes nicht ganz so geil, weil wir die Kollektion ist ja letztes Jahr nicht rausgekommen. Das heißt, das ist die Kollektion, die letztes Jahr nicht rausgekommen ist, hätte dieses Jahr rauskommen sollen. Irgendwas hat leider Gottes mit den ganzen Lieferungen und so weiter nicht geklappt. Deswegen sind nur 3 Caps übergeblieben und die werden morgen in den Store kommen, weil einige von euch gefragt haben. Ich zeige sie euch auf jeden Fall von den Atlanta Braves. Die sind dann immer mit Onfield schwarzen Underweiser auf der Seite ATL USA. Dann haben wir sie von den Detroit Tigers mit dem Side-Stick Detroit DET USA und von den San Francisco
San Francisco Giants. Und ihr seht schon, Outlines gestickt und dahinter erkennt man die amerikanische Flagge. Und ja, leider Gottes, in der Bag ist noch geil. MLB-Logo ebenfalls mit den Stars and Stripes. Friedengeht, guten Abend. Schön, dass du da bist. Die drei kommen morgen rein. Ihr wisst, bei uns ist es normalerweise so, wenn solche Serien rauskommen, also für nächstes Jahr, wir bestellen immer alle Teams. In dem Jahr sind es leider nur 3 Teams geworden, aber ja, es ist, wie es ist. Ich kann es leider nicht ändern, auch wenn ich es gerne würde. Bekommt ihr die All-Star Games Caps in den Shop? Die All-Star Game Caps sind in Europa komplett nicht erhältlich in dem Jahr. Hintergrund von der ganzen Sache ist, dass das All-Star Game, also wir haben wirklich in dem Jahr beim All-Star Game die komplette Kollektion plus die Alternate-Kollektion und ich glaube, es hat sogar noch eine dritte Variante von den Kollektionen gegeben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob in den USA wahrscheinlich kommt sowieso nur eine raus, weil das kurzfristig geändert wurde von Atlanta und jetzt eben aufs Coors Field nach Denver verlegt worden ist. Und der Sidepatch ist natürlich richtig nice. Was wir machen werden, ist, dass wir auf jeden Fall eine Rockies Cap rausbringen möchten mit diesem Sidepatch. Das wird natürlich jetzt ein bisschen dauern, weil wir haben die erst jetzt eingereicht. Aber die würden wir gerne bringen. Und ja, es tut uns furchtbar leid, aber wir können da einfach nichts machen, weil das einfach zu kurzfristig war, dass das mit dem neuen Sidepatch produziert worden wäre. Und was ich auch ganz ehrlich dazu sagen muss, ich war dann auch nicht sicher, ob das dann zum Beispiel mit einem Woven-Patch oder sowas gelöst wird. Und da war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also wenn, dann hätte ich das gerne gehabt, dass er auch gestickt ist. Man kann es auch nicht allen recht machen. Ja, es ist leider so. Aber gut, da muss man einfach ganz, ganz ehrlich sein. Ja. We will see. So will there be caps from the new era All-Star Game 2020 Collection? No, Pavel, in Europe. They won't be available in this year because of the change from Atlanta to Denver. And yeah, so this time frame was too short to produce a new one. But we will bring Colorado Rockies with the All-Star Game side patch from this year's All-Star Game. Und ja, an dieser Stelle kann ich euch auf jeden Fall sagen, was auf jeden Fall richtig geil sein wird in dem Jahr. Ich bin schon gespannt, wer alles beim Home Run Derby dabei sein wird. Aber das All-Star Game, auf das freue ich mich auf jeden Fall richtig. So. Das Design gefällt mir eigentlich gar nicht, aber ich sammle die All-Star Game On-Feeds. Den Patch, also den Colorado Rocky, den Rockies Patch auf der Seite, den Inspired, den finde ich eigentlich, also ich persönlich finde den schon richtig, richtig geil. Wir können uns das nächste Mal dieses Logo anschauen. Pete Alonso ist dabei. Yes! Der muss auf jeden Fall seinen Titel verteidigen. Polar Pete, ja, auf jeden Fall mein Favorit. Ich bin ja sportlich aktuell sehr verwöhnt mit den Mets, wie sie spielen. Und vor allem mit den Atlanta Hawks letzte Nacht absolut crazy. Aber das Thema schneiden wir jetzt auf jeden Fall nicht an, würde ich sagen. Weil da hat es schon Diskussionen im Discord gegeben. Gut, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Der Patch ist cool, sagt Kareem. Okay, der Patch ist cool. Welchen Patch findest du cool, Kareem? Meinst du den? Also ihr habt beide Patches geil gefunden. Ihr habt den All-Star Game Patch von Atlanta richtig, richtig geil gefunden mit dem Stern. Und ich finde auch den anderen All-Star Game Patch mit den Bergen drinnen richtig, richtig geil. Polar Beat ist dabei. So sieht's aus. Ich bin gespannt, ob Polar Beat seinen Titel verteidigen kann. Otani ist auch dabei. Das wird auf jeden Fall richtig geiles Home Run Derby. Da bin ich mir tausendprozentig sicher. So, also die Caps kommen morgen. Die drei Caps. Wir haben nur die drei bekommen. Die kommen morgen online, Enzo. Und ja, dann sind sie im Shop drinnen. Gut. Irgendwer hat gefragt wegen der Philly Cheesesteak. Wer war das? Wer hat gefragt? Vlad haut raus wie ein Stier seine Home Runs. Definitiv. Es wird so ein geiles Home Run Derby werden. Alter, es wird richtig, richtig geiles Home Run Derby werden. Wer wollte... Cap Rambo. Genau. So. Wir haben uns gedacht, weil es war wirklich krass. Mit diesen Icons und Food Icons und so weiter. Das ist sehr beliebt bei euch. Polarisiert aber auch. Ist nicht jedermanns Fall. Aber wir haben uns gedacht, okay... wer gerne Philly Cheese mag,
wer gerne Philly Cheese mag, ich muss jetzt nur schauen, ob das alles in eine Sekunde. Nicht, dass ich da euch irgendwas unterschlage oder so. Das möchte man auf keinen Fall. Ich gucke. Alright. Sollte passen. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Von 5 Teams wird es die Eats-Serie geben. Also diese mit den Köstlichkeiten der Stadt natürlich zusätzlich drauf. Und das Philly Cheese Steak kommt auf jeden Fall wieder auf der Philadelphia Phillies Cap. Und Alter, ich krieg richtig Hunger. Dann kommt natürlich passend zu New York eine Version mit einer Pizza drauf. Eine Version von den LA Dodgers mit dem Taco drauf. Dann von den San Francisco Giants mit den Marquis. Und von den Chicago White Sox mit der legendären Chicago Deep Dish Pizza. Jeweils grauer Underweiser, super schlichter Style, gleich wie die Onfields, nur mit grauen Underweiser und schwarzen Sweatband. Die kommen nächste Woche zu einem speziellen Drop, wo es dann eben nur die Eats Editions gibt. Gut. Mr. Casanova asks, restock soon on the orange San Francisco Giants. Yeah, I hope so. Those hats are already on the way, so they are confirmed that they will be delivered soon, but I cannot tell you the exact date right now. But we dropped this beauty, I guess, more than 2.5 months ago, and the restock should be arrived soon. So hopefully, fingers crossed. Okay. Der Mountain Patch ist einer der schönsten, die es gibt. Nochmal zurück zum All-Star Game. Ich habe da jetzt immer so ein bisschen ein Delay drinnen. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Deswegen werden wir auf jeden Fall die Rockies bringen. Das Konzept kann ich euch heute noch nicht zeigen, weil es noch nicht approved ist. Aber wir haben da richtig coole Idee, die wir da machen möchten. So ein bisschen Fusion mit Colors und so weiter. Mit dem Rockies Logo. Aber es gibt heute in den Concepts auf jeden Fall auch eine Rockies Cap, die richtig crazy ist. Und die kommt demnächst. Die kommt auf jeden Fall demnächst. Geile Teile, die Eats Editions, Cheesesteak und Chicago Pizza Safe Wraps. Ja, Alter, ich hab so einen Hunger. Ich muss immer zurückdenken an die Reise, wo ich mit Tommy in den USA war, in Philly, wo wir bei Pats und Chinos die beiden besten Philly Cheese Steak Sandwiches probiert haben. Alter, das war so richtig geil. Und no geiler waren die Pizza Pommes, Alter. Die waren, die Pizza Fritten, Alter, die waren der Obershit. Echt unfassbar. So. Das könnt ihr euch übrigens reinziehen im Internet. Da gibt es ein Video dazu. Das kann ich im Discord einmal posten. Gut, any plans for older logos White Sox? Yes, there will be, Ferenczak, there will be. I was not sure today if I would like to show the concept that we made. But maybe I will show it in one of the next streams because it's already approved. But I'm not 100% sure if I want to show it. What I always like to show on the concept is if they are arriving in the near future. So, yeah. but there will be, of course. So, really throwback style. Really, really, really nice throwback style. Okay, so, I got hungry. Yeah, Pavel, me too. Thanks, don't show it. Maybe I will show it in the Discord. Maybe I will do this. Gut, Capris fragt, yes, Chino oder Pets? Beide getestet. Und wenn ihr mich fragt, wer besser war, würde ich sagen, Chino hat das bessere Philly Cheese Steak Sandwich und Pets hat definitiv die geilsten Pizza Fries von da bis zum Mars. Unfassbar, richtig geil. Alright, so. Ich kann meine Augen von rechts seit 25 Minuten nicht lösen. Das geht so nicht. Ich kann nicht einschlafen, wenn du die Race nicht herzeigst. Tja, Snakey. This won't happen today. Das ist auf jeden Fall, deswegen ist es ja so geil mit der Kamera. Leichte Unschärfe hinten. Ich darf nur nicht weg. Oh, jetzt ist sie scharf geworden. Habt ihr gesehen, wenn ich so rüberbeuge? Jetzt wird alles unscharf. Alles außer Kontrolle. Nee, die zeige ich euch auf jeden Fall beim nächsten Mal. Vielleicht kommt die ja schon nächste Woche. Who knows? Wer weiß. Dann, ein Community-Wunsch war, und ich glaube, der war damals vom Kareem,
der wird sich jetzt auch erfüllen. Bin mir nicht hundertprozentig, ob es vom Kareem war. Kareem, hast du dir ein Logo gewünscht, was 1997 auf einem Cap in der MLB war? Wahrscheinlich, wenn ihr diesen Kareem so fragt, weiß er schon, um was es geht. 1997, ein Logo auf einer Cap in der MLB. Bin mir nicht sicher, ich glaube, es war 97. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es 97 war. 97. Hat irgendwer eine Idee, um was es gehen könnte? Orioles? Nein, geht nicht um die Orioles. Es darf weiter geraten werden. Das ist auf jeden Fall geil. Das ist auf jeden Fall wirklich geil. Erratet's wer? Oh, natürlich hat das erraten. Kareem hat's erraten und damn, das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Schaut euch bitte den Goldstick an in the back. Alter, mit diesen Details von diesem Calypso Green. Alter, das ist einfach so geil. Grauer Underweiser. Richtig nice. Richtig nice. So, dann. Was haben wir noch? Wir haben in der Woche NBA gedroppt. NBA? Ja, NBA haben wir gedroppt. Für alle Chargers-Fans da draußen. Geiler Colorflip von den Clippers. Richtig nicer Sommerstyle auf jeden Fall. Und glänzt richtig nice. Grauer Underweiser. NBA-Logo in the back. Dann haben wir gedroppt. Bin gespannt, jetzt wird die Kamera wieder eskalieren. Komplett in weiß mit dem nicen Teal. Weiß Look. Grauer Underweiser und NBA-Logo in the back ebenfalls weiß. Weiß, all weiß. Chicago Bulls, super nice in Sky Blue, komplett. Grauer Underweiser, NBA-Logo in the back, ebenfalls weiß und Sky Blue. Dann, hat die Brewers eine Nuera Flag auf der Seite? Ja, hat sie. Aber ich bin noch dabei, noch eine zweite Version zu machen. Aber da verrate ich jetzt noch nichts. Dann, von den New York Knicks, Orange Pop. Für die Knicks-Fans da draußen. NBA-Logo in the back. Grauer Underweiser, schwarzes Sweatband. Yes, yes, yes. More Basic, muss für Berg hier sprechen. Ja. Alter, zeige ich das nächste Mal. Dann, von den Brooklyn Nets. Schlicht on the top. Fresh. Am Underweiser, mit Mint Underweiser. NBA-Logo, black and white in the back. Dann haben wir euch das letzte Mal schon gezeigt. Honey and the Oat Edition von den Utah Jazz mit Goldunterlage. Richtig nice. Und Oat Underweiser. NBA-Logo mit Gold und Grün in the back. Jerome sagt, meine Cap ist heute angekommen. Überragend, super. Das freut mich natürlich richtig. Vielen Dank für den Support, Jerome. Und viel Spaß mit der Cap. Und dann noch eine Elements Edition von den Hornets auf der Seite. Eben hier nur der Hornets-Kopf. Deswegen ist auch das Logo auf der Seite, weil im Discord gefragt wurde, ob die alle auf der Seite das Logo haben. Nein, das musst du bei gewissen Caps machen, wenn du nur Teile vom Logo und es nicht hundertprozentig erkennbar ist, dann möchten manche Teams, dass eben auf der Seite das Logo drauf ist. Komplett in Teal, in the back dann Teal und Purple. Yes, alright, so. Let's go ahead. Und zwar würde ich sagen, wir kommen jetzt zur Abstimmung, zu unserer wöchentlichen Abstimmung. Und jetzt muss ich nur ganz kurz da noch aufmachen, damit ich weiß, was ich dem Snakey geschrieben habe, was das erste Duell sein wird. Und zwar bam, 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 mit El Paso haben wir es aktuell, aber ist halt so. So, El Paso, genau. Snakey, bist du ready zum Voten? Dann gib mir bitte ein Zeichen, wenn du ready for vote bist. Ready. Alright, so wir starten wieder mit El Paso. El Paso muss sich jede Woche beinhart dem Voting stellen, ist aber
nicht so schlimm. Wir haben ein bisschen El Paso Overload in dem Fall. Treten heute an die El Paso Chihuahuas gegen die Hartford Yard Goats und wir starten mit den Chihuahuas mit dem, ja, Angry Chihuahua, rote Outline, 3D gestickt, innen Gunmetal Grey und Schwarz und roter Underweiser versus die Hartford Yard Goats in Purple und Schwarz, Two-Tone mit grauen Underweiser. Und ihr könnt jetzt abstimmen, welches von diesen beiden Caps nächsten Minor League Monday gedroppt wird und die anderen zwei Caps bleiben eine Überraschung bis dorthin natürlich. So, Hartford Yard Goats oder El Paso Chihuahuas Black and Red Edition. El Paso, immer gut, sagt der liebe Snakey. Finde ich auch. Ja, ist auf jeden Fall geil geworden. In the back gibt es dann ein Minor League Logo mit Black and Red. Versus hier Minor League Logo in Cloud und Purple. Und wir schauen nochmal, wie es aktuell steht. Ihr könnt natürlich jetzt in der App oder am Computer gerne abstimmen. Jeder darf einmal abstimmen. Und es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. El Paso Chihuahuas aktuell mit 57% knapp vorne. Hartford Yard Goats mit 43%. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall auch mein Voting setzen. Bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Aber natürlich dadurch, ihr wisst Bescheid, Black and Red ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfarbkombos. Und deswegen werde ich jetzt auch einmal für die El Paso Chihuahuas stimmen, die aktuell mit 54% zu 46% führen. So. Und für die nächste Cap brauche ich auf jeden Fall den lieben Kareem. Ich hoffe, du hast die Frage vorher gehört, die ich dir gestellt habe. Kareem, vielleicht kannst du uns da helfen. Und zwar geht es um John. Es geht um John. Und da bin ich schon gespannt, wie du als Philly-Fan uns, vielleicht kannst du uns erklären, für was das Wort John steht. Gut. El Paso immer gut. Oh, da ist der Text schon, Danke, dafür. Damit, die Abstimmung ist zu Ende und eine Stimme hat entschieden, und zwar die El Paso Chihuahuas. Das war jetzt meine Stimme oder was? Gewinnen das Voting und kommen nächsten Montag im Minor League Monday. Und da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. So, weiter geht's. So, der Kareem sagt, John ist ein Slang-Ausdruck aus der Metropolregion Philadelphia, welches als Synonym für buchstäblich alles steht. Dinge, Sachen, Personen, einfach alles. Kennt man aus diversen Rocky-Filmen und ja, kann wirklich alles sein. Deswegen ist es ja auch so spannend. Und im zweiten Battle treten heute an, und zwar, ich sage jetzt einfach, die Lay Valley Iron Pigs natürlich, aber ja, die sind ja auch aufgetreten als John und deswegen auch gegen die, ja, mein absoluter Lieblingsname, und zwar gegen die Scranton Wilkes-Barre Rail Riders, aber in dem Fall die Baby Bombers von den Yankees. Und heute treten eben die beiden Teams gegeneinander an. Und ready for voting? Sind wir ready for voting? Kurzen Moment, Bug. Okay, dann müssen wir noch abwarten. Ich hab schon zu viel gespoilert. Beide haben auf jeden Fall einen grauen Underweiser, so viel kann man jetzt schon sagen. Titi Torpedo! Moin zusammen. Vielen Dank fürs Einschalten, Torpedo. Schön, dass du da bist. Und wir warten jetzt noch auf das Voting. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil ich finde nämlich beide Caps wirklich geil. Und das ist ja das Ziel, euch das Ganze da ein bisschen... du hast mir andere Teams geschickt. Tatsächlich? Nee. Ihr habt da die richtigen Teams geschickt, aber das sind halt, wie soll ich jetzt sagen, das sind ja so wie Team Night Themen, ja? Also ich würd einfach schreiben, schreib einfach rauf, warte, ich schreib's rein, schreib mal rauf, John versus Baby Bombers. So, ich hab's ins Chat nochmal reingeschrieben. That John is dope. Right? So, du sagst mir, wenn du ready bist, Snakey, und dann starten wir das Voting. Und ihr könnt natürlich gerne wieder mitmachen. Go ready. Alright, so. Also, John in den Philly-Farben. Alter, das Ding ist so dope. Das ist so dope. Versus die Baby Bombers
die Minor League Affiliate von den New York Yankees, in dem Fall eben die Scranton Wilkes-Barre Rail Riders versus John Lay Valley Iron Pigs. Und ihr könnt jetzt abstimmen. Und ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen. Jetzt als Mets-Fan finde ich ja sogar, ja wirklich, ich finde das Logo geil. Es erinnert mich immer an die New Orleans Baby Cakes, die ich damals gesehen habe, gegen die Las Vegas 51s spielen. Das Logo war relativ ähnlich. Die Baby Cakes gibt es aber nicht mehr. Und ja, John ist hot. John ist wirklich, wirklich hot. Ist das ein Gunmetal Grey? Was meinst du? Das, was dahinter da ist? Nee, das sind wirklich, das ist dieses Sky Blue. Sky Blue ist es. Also es sind wirklich die Philly-Farben. Wie das alte Jersey. Als Mets-Fan geht gar keine. Steff, gebe ich da hundertprozentig recht. Ja, aber ich sehe das... Richtig, ja. Aber ich sehe es trotzdem, die muss ich mal grabben, es hilft nicht, weil sie sind beide geil. Ich brauche einfach für meine Minor League Collection die Dinger. Schwere Entscheidung, sagt der Kipster. Absolut schwere Entscheidung. Ich schaue jetzt mal rein, wie steht. Aktuell führt John mit 67% gegen die Baby Bombers mit 33%. Okay, das ist relativ offensichtlich und ich werde jetzt mein Voting auch noch für Philly abgeben. In dem Fall auch als Mets-Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Cap ist einfach absolut dope und deswegen wird diese Cap und ja, ich glaube jetzt nicht, dass so viele Votings jetzt noch reinkommen. Alter Schwede, mein Herz hüpft. Habe ich mir gedacht, Kareem. Also es ist nicht Gunmetal Grey. Ich hoffe, vielleicht sieht man es hinten beim Logo besser. Es ist tatsächlich dieses Sky Blue. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig geil, das Ding. So. Das andere voten wir jetzt nicht, was du mir geschickt hast, richtig. Nee, Snakey, das voten wir nicht, weil es war im Prinzip waren das die beiden Teams. Aber vielen, vielen Dank. Und the winner is John. Und es wird nächsten Montag dann beim Minor League Monday Drop dabei sein. 73 Zuschauer sind am Start. Richtig, richtig nice. Und jetzt gehen wir ganz tief runter in den Tresor von Toppers und zeigen euch zum ersten Mal. Und wenn euch das gefällt, möchte ich das natürlich in Zukunft öfter machen. Wir werden das nicht jeden Stream machen, aber wir können das durchaus öfter machen. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen, das demnächst kommen wird. Und dann seht ihr, wie eine Cap für uns aussieht, wenn wir sie, sage ich mal, freigeben. Das ist dieser Look, den wir dann haben, von New Era gezeichnet. Wie das Ganze dann freigegeben wird. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich hoffe, ihr könnt es mir dann noch hören, wenn ich das Ganze umschalte. Genau. So. Frage zu meiner League Caps. Du wolltest uns noch die Geschichte hinter dem Hockeystick bei der Jacksonville Jumbo Shrimps erzählen. Ja, Michopolis, mache ich beim nächsten Stream, okay? Weil vielleicht kann ich euch dort ein zweites so quasi Konzept dann zeigen. Und das bereite ich auf jeden Fall beim nächsten Stream dann vor. Das wäre auf jeden Fall cool. Wenn das hinhaut. Das hat auf jeden Fall mit einer Kooperation mit dem Hockey-Team in Jacksonville zu tun. So, Knitted Purple Goat Grey. Alright. Ich schalte jetzt einmal um da. So, wir machen heute zum ersten Mal Concept Previews und unter mir darf ich unseren zukünftigen neuen Pin begrüßen und zwar den Herrn Mozart, den Cap Mozart. Der ist aktuell in Produktion, wird aber demnächst kommen. Ich habe gehofft, ich kann euch heute schon neue Pins zeigen, aber leider Gottes hat sich das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben, weil der liebe Zoll uns die Pins noch nicht freigegeben hat. So, Patrick, vor den Mockups vielleicht noch kurz das Thema ansprechen oder danach? Ne, das können wir danach machen. Also, wir möchten euch heute zum ersten Mal sowas zeigen und insgesamt glaube ich habe ich 4 oder so auf vorbereitet und ja, Real Muttervater, Dilly Dilly, schön, dass du da bist. James McLean, gibt es Neuigkeiten von Falco? Ja, wir haben Falco auf jeden Fall schon mal mit dem Designer besprochen. Jetzt müssen wir halt schauen, ob wir das irgendwie cool umsetzen können und wenn das cool umsetzbar ist, dann wird es auch was werden. Wir müssen natürlich jetzt ja, mal Step by Step schauen. Es muss natürlich, ich würde gerne eine Cap dazu machen, aber mehr möchte ich noch nicht verraten. Und mehr lasse ich auch nicht aus mir rauskitzeln heute. Also, gut Jungs, wir starten. Und zwar war es ja so, dass wir sehr, 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 also wirklich, es was richtig geil war,
war diese Basel-Kollektion, die in dem Jahr von New Era rausgekommen ist. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wir würden gern, erstens einmal haben wir drei dieser Caps mit dem Sky Blue, also mit dem Glacier Blue Basely, neu auflegen lassen. Wir haben die dann nicht aus Wolle, sondern aus Poly gemacht. Die werden auch demnächst eintreffen. Von drei Teams waren das insgesamt. Ich glaube, es waren die Blue Jays, die Detroit Tigers und ich glaube, es waren die Dodgers, wenn ich mich richtig erinnere. Die werden auf jeden Fall noch einmal kommen. Aber wir haben uns gedacht, so, wir würden noch gerne, die waren damals alles mit World Series Side Patch, wir würden gerne noch ein bisschen was drauflegen und auch, ja, wie soll, oh, hoppla, dann bin ich schon zu weit gegangen, zu weit gegangen. Wir würden gerne noch ein bisschen was drauflegen und würden gerne eine geile Glacier Blue Edition mit dem Sky Blue Basely machen. Ich muss das jetzt nur da umschalten und ich hoffe, dass das funktioniert. So, genau. Haben wir uns gedacht, müssen wir bringen von den Oakland Athletics. Und was richtig geile Color Combo ist, wenn man das Oakland Athletics Cap anschaut, das ganze Cap ist nicht Navy, sondern Oceanside Navy. Das ist so ein bisschen helleres Navy aus Poly. Und vorne drauf der Elefant dann richtig schön gefrostet mit Sky Blue Blau und die Bats, die er in der Hand hält. Und das ist richtig geil. Und diese, das zieht sie dann durch bis in den Side Patch rein, wo, die, wo der 40th Anniversary Side Patch von den Oakland Athletics drauf ist. Und das Ganze in Copper. Alter, das ist eine richtig geile Kombi. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. So. Das wäre eines der Caps, die wir euch heute zeigen möchten. Und ja, ihr seht, so sieht das Ganze aus. Es wird ein weißes Sweatband haben. Ist auf jeden Fall richtig nice. Der Batman in the Back wird flach sein mit dunkelblau, also Oceanside Blue und Sky Blue. So, dann, ich weiß nicht, was das nächste Cap ist. Ich glaube, das nächste Cap ist unser Purple Shock von den Colorado Rockies. Ich drücke einfach einmal weiter und wir schauen einfach, was passiert. Ich glaube, ich muss jetzt wieder daher klicken. Ist alles ein bisschen, ja, genau. Das wollte ich euch zeigen. Und zwar, so. Unser Purple Shock mit Pink. Wir haben so ein ähnliches Cap ja bereits rausgebracht von den Blue Jays. Und wir haben uns gedacht, ja, wir brauchen das auf jeden Fall von den Colorado Rockies auch. Mit dem 25th Anniversary Side Patch. Das Ganze in True Purple mit Purple Stick, pinken Stick, pinken Undervisor, richtig, richtig flashig. Und in the back gibt es dann auch ein MLB normalen Batman, weil der fällt nicht in die Cooperstown Lizenz und deswegen ist der ganz normale MLB Batman hinten drauf. Dieses Logo mit dem Sidepatch ist nahezu unschlagbar. Ja, finde ich ja. Und ich habe das Sample von dem schon in Händen gehabt. Alter, das Ding ist richtiger, 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 heftiger Burner. Muss man auf jeden Fall so sagen. So, ich versuche jetzt, dass ich da nochmal herkommen kann, dass ich das da jetzt nicht immer so weiter das Ganze da so ein bisschen einrichten. Windows ist nicht mein bester Freund, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber es ist einfach so. Gut. Jetzt habe ich einen Chat leider Gottes verloren, aber das werden wir auf jeden Fall. Wie wird eigentlich entschieden, ob eine Cap aus Poly oder Wolle hergestellt wird, fragt der Snakey. Das kommt immer drauf an. Wir haben teilweise, wenn das halt alte Events oder so sind, also wenn das wirklich schon länger her ist, dann macht man aus Wolle. Manchmal wird einfach entschieden, dass es aus Wolle passiert, gemacht wird. Manchmal bestellt man Poly und bekommt Wolle. Ja, aber bei denen ist es auf jeden Fall so, dass sie im Poly sind, weil gewisse Farben kriegst du als Wolle gar nicht. Also zum Beispiel dieses True Purple, glaube ich, gibt es nur als Poly. Da ist mir sogar der pinke Underweiser recht, sagt der Mr. Kramer. Ja, das habe ich mir gedacht, weil das ist einfach ein krasse Kombo. Aber wir werden auf jeden Fall da noch mehrere Versionen davon machen. Also ja, schade, dass der liebe Berg heute nicht da ist, weil für den wäre das nächste Cap auf jeden Fall sicher ein richtiger Hammer. Und zwar das nächste Cap, das ich euch zeigen möchte, kommt von den Toronto Blue Jays in Concrete Grey. Und auf der Seite drauf ist es auf jeden Fall richtig geil mit dem Back-to-Back World Champions Side Patch. Und diesen Side Patch hatten wir ja noch nicht im Store. Ich glaube,
Ich bin mir nicht sicher, ob es den schon so gegeben hat, aber der Sidepatch ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und der Berg sieht das sicher, ja, weil er sich das Relive hoffentlich anschaut. Und an der Stelle natürlich liebe, liebe Grüße, Berg. Diese Cap wird dich sicher freuen. Und dann natürlich, damit es richtig blastet, gibt es einen schönen Scarlet Red Undervisor noch dazu. Hatten wir noch nicht den Sidepatch. Nee, den hatten wir noch nicht. Und in der Bag gibt es dann einen Cooperstown, Flat Cooperstown Logo. So, dann gibt es ja nach wie vor, oder gab es, ich glaube, es war auch von Kareem, ein Wunsch. Und zwar, warte, ich muss mal ganz kurz schauen, weil ich schreibe mir das ja natürlich immer auf. Ich glaube, es war der Kareem, aber ich habe es jetzt nicht da. Es war auf jeden Fall das Milwaukee Brewers Logo 94, 95, 96 in den Dreh herum. Und das Ganze so ein bisschen als Crossover an die NBA angelehnt, damals mit dem legendären Ray Allen Jersey, das wir auch von Mitchell & Ness im Shop haben. Und das wäre dieses Ding hier mit den silbernen Outlines. Brewers war ich immer. Und ja, ich finde mit dem 50th Anniversary Sidepatch, das Ding ist auch richtig geil rausgekommen. Wir haben von dem leider noch keine Samples, aber da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, was ihr sagen werdet dazu, weil der Colorway, Alter, der ist richtig, richtig cool. Das Ding wird im Herbst kommen und wird auf jeden Fall mit der Color Combo, mit dem Dark Green und dem Purple vorne und dann den silbernen Outlines richtig, richtig flashen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und ja, das sind Concepts, die wir euch heute einfach zeigen möchten. Ich habe noch zwei weitere Alter, das rausbringt. Die Hitze erinnern, die killt mich schon. Concepts. So, schönes Teil. Hammer, sagt der Cap Rambo. Wow, sagt der Kareem. Das freut mich auf jeden Fall. Der Colorway ist heftig, sagt James Clean. Auch der Snakey sagt, krasser Colorway. Ja. Finde ich auf jeden Fall. Schöne Grüße an alle vom Berg, soll ich ausrichten. Er hat das Mockup noch gerade auf der Arbeit gesehen. Ja, perfekt. Sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall. Brewers, klare 10 Punkte. Ja, und die wird in Real wird die richtig geil rauskommen. Da bin ich mal ganz, ganz sicher. Wie gesagt, das sind ja die Mockups, mit denen wir arbeiten, wo das Ganze dann freigeben wird. Ferenczak, my credit card cries already. But why this logo? Alter, this logo is absolute fire. Really. So, we will release maybe this colorway also with another logo. We will see. Okay, so weiter geht's. Und dann kommen wir nochmal in die Basley-Underweise-Ecke. Und wir haben uns gedacht, so, wir möchten auf jeden Fall eine geile Black and Red Edition von den Oakland Athletics machen mit einem Basley-Underweiser. Und zwar einem Basley-Underweiser, den es so noch nicht gegeben hat, oder zumindest haben wir noch nicht gesehen. Und zwar geht es auch darum mit World Series 1989 Battle for the Bay von den Oakland Athletics in Black and Red. Und ja, das ist auf jeden Fall geil für Kalifornien mit diesem Basley-Underweiser. Ich finde, dass das auf jeden Fall sehr, sehr geil zusammenpasst. Und der Sidepatch dann ebenfalls in den passenden Farben dazu. Und ja, yeah. Das ist das letzte MLB-Konzept, das wir euch heute zeigen möchten. Wir hoffen natürlich, dass diese Caps bald kommen werden. Die erste, die was von diesen Caps kommen wird, ist die Colorado Rockies. Die sollte demnächst eintreffen. Und ihr werdet sehen, wenn die kommt, die wird auch richtig, richtig flashen. That colorway is fire with the red Basley. Sagt der Bosnian Viking, hey Bosnian Viking, nice that you tuned in again. Und die sind alle so mega. Danke Cap Rambo, das freut mich auf jeden Fall. Ist momentan was von den Spoken Indians in der Pipe? Ich glaube nicht, aber ich kann auf jeden Fall schauen, James. Wir können ja im Discord dann drüber reden. Ist es rot oder Lava? Das ist jetzt tatsächlich rot. Ist nicht Lava. Aber manchmal glaube ich, ihr könnt meine Gedanken lesen. Vielleicht kommt da mit Lava was. Okay. Ich möchte aber jetzt nicht zu lang darüber sprechen, weil sonst entlockt ihr mir noch Geheimnisse. Und wir kommen auch schon dem Ende zum Stream zu. Aber bevor wir die Caps zeigen, die nach dem Stream gedroppt werden, möchte ich euch noch eine Cap zeigen. Und zwar kommt die auch aus der NFL. Und viele von euch haben sich die gewünscht, weil wir hatten die als Snapback bereits. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die als Fitted natürlich auch. Und zwar ist die von den Miami Dolphins.
die Weiß Edition und wir haben es nochmal ein Stückchen geiler gemacht, weil wir haben dann drunter noch diesen Weiß-Blue Underweiser draufgeknallt. Richtig geiler Style für den Sommer mit so quasi dem ja, Crossover von den Miami Heat auf die Miami Dolphins. Und wie ich finde, ist dieses Ding auch richtig geil geworden. Und das sollte auch in den nächsten paar Wochen kommen. Und ja, dann werdet ihr auf jeden Fall dann auch hier informiert werden. Aber ich wollte euch auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen ein paar Konzepte zeigen. Ich hoffe, sowas gefällt euch. Dann können wir das in Zukunft natürlich öfter machen. Wir möchten halt nicht verständlicherweise alle unsere Konzepte zeigen, weil da gibt es doch einige Seiten mehr, die wir da erarbeitet haben. Und wir möchten euch aber trotzdem das nicht vorenthalten und euch auf jeden Fall auch hier solche Previews schon zeigen, die noch ein bisschen in der Zukunft sind. Aber ja, die Konzeptidee ist sehr cool. Danke dir dafür. Sehr, sehr gerne, Kareem. Wie gesagt, mein Traum wäre ja noch immer, dass wir irgendwann einmal so einen Stream machen, wo wir vielleicht gemeinsam sogar eine Cap irgendwie machen. Und ja, da müssen wir noch ein bisschen schauen, wie wir das am besten umsetzen. Genau. Crossover darf auch ruhig öfter kommen. Ja, Mr. Kramer, das ist gar nicht so einfach, weil, ja, das sollte man halt, Crossover ist nicht ganz so einfach immer, weil es natürlich auch ums Approven und so weiter geht. Genau. Wird es nochmal was mit Basley von den Dodgers geben, fragt der Stabilosaurus. Ja. Wir haben eine richtig geile Cap gehabt, richtig geiles Konzept auch mit Basley von den Dodgers. Da war es aber nicht ganz so einfach, weil ja, der Basley Underweiser dort ein bisschen polarisiert und wird auf jeden Fall auch was kommen, aber da kann ich euch noch nicht hundertprozentig sagen, genau was das sein wird. Aber wir kommen natürlich jetzt zum Abschluss, wie immer, und ihr könnt natürlich auch gerne noch Fragen in den Chat reinschreiben, weil die Stunde ist ja nicht einzementiert und bei uns ist es ja noch immer super hell draußen und richtig scheiße heiß. Ich bin aber trotzdem überlegen, nach dem Stream eine kleine Runde joggen zu gehen, damit man sich zumindest ein bisschen noch bewegen kann heute. Gut, dann kommen wir zu den Caps, die nach dem Stream, nicht unmittelbar, aber ihr wisst Bescheid, so ein paar Minuten, paar Minütchen nach dem Stream gedroppt werden. Und zwar, wo sind die Caps? Gute Frage. gute Frage. Wo sind die Caps? Ich muss die Caps ganz kurz holen, Jungs. Tut mir furchtbar leid, aber dafür könnt ihr jetzt wahrscheinlich einen genaueren Blick auf die Cap da hinten werfen. So, there we go. Das war jetzt geil. Aber es ist live. Alles live da. Ne? Und deswegen kann sowas natürlich auch passieren. Hat keiner ins Regal hinten reingegriffen. Okay, passt. Perfekt. Alles klar. So, wir starten mit den Caps ohne Side Patch. Und zwar die Summer Edition von den Arizona Diamondbacks und wie ich finde, ist es auf jeden Fall mal geil, ein Arizona Diamondbacks Cap zu haben mit dem Retro-Logo vorne drauf, ohne Sidepatch. Ganz schlicht weißes Sweatband, grauer Underweiser. Dann gehen wir weiter mit einem absoluten Klassiker. Einige von euch haben gefragt, ob wir diesen Klassiker nochmal bringen können als Retro-Version mit Kelly Green Underweiser und weißem Sweatband von den Toronto Blue Jays. Heute ist es soweit, kein Sidepatch. Und dann eine Jersey Fit Edition, auch super schlicht, richtig, richtig nice, mit grauen Underweiser von den Minnesota Twins, mit dem Script vorne drauf, Cap komplett in Rot, grauer Underweiser, schwarzes Sweatband. Ist das hinter dir die Dolphins Cap, die neulich schon gedroppt wurde? Ja, das ist die. Das ist die. Dann von den Philadelphia Phillies. Eines der geilsten Side-Patches, wie ich finde, von den Phillies All-Star Game 1996. Richtig fettes Teil in Gold mit weißem Sweatband und pinken Underweiser. Weiter geht's für alle Icons-Freunde unter euch. Und zwar diesmal mit der State of Liberty
dem World Series 1996 Side Patch und in the back mit dem Big Apple weißes Sweatband, Kelly Green Undervisor. Weiter geht's mit den Los Angeles Dodgers in Aqua. Colorway, den wir eigentlich von den Seattle Mariners kennen. World Series 1988 Side Patch, richtig classic. Pink Undervisor, schwarzes Sweatband. Dann der Color Flip zu TCU. Und ich muss sagen, die Cap ist ein bisschen verzogen, fällt mir gerade auf. Texas Rangers auf der Seite 40th Anniversary Side Patch in. Ja, steht nicht scharf. So, sieht man das jetzt? Genau. Weißes Sweatband, grauer Undervisor. Richtig nicer Style. In Purple und Weiß. So, damit ihr die Farbe rausbekommt. Dann von den Seattle Mariners. Haben wir im letzten Stream schon gezeigt. Richtig geil. Rot und Silber auf der Seite. 30th Anniversary Side Patch von den Mariners. In the back. Flaches MLB-Logo. Grauer Underweiser, weißes Sweatband. Purple kommt immer richtig geil. Ja, finde ich ja total. Total. Dann für unsere Houston Astros-Fans. Wie den Snakey zum Beispiel. Richtig nice. 45th Anniversary Side Patch 65/2010. Gold und weiß unterlegt. Graues Sweatband. Graues Sweatband. Schwarzes Sweatband. Grauer Undervisor. Alter, die Hitze setzt mir zu, Herinnen. Und last but not least. Richtig schöner Klassiker. Der Stomper ist back. Von den Oakland Athletics auf der Seite mit den 50th Anniversary Side Patch 1968 bis 2018 in Dark Green. Weißes Sweatband, grauer Undervisor. Richtig, richtig nice. Und diese Caps findet ihr heute nach dem Stream innerhalb der nächsten halben Stunde bei uns im Store. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ich euch wieder für eines dieser Caps begeistern kann. Die genaue Release-Uhrzeit erfährt ihr dann wie immer bei uns im News-Kanal im Discord. Und ja, der Stomper, sagt der Kareem. So. Und The Last ist die Race heute. Nee, Snakey, die Race, die zeige ich euch auf jeden Fall das nächste Mal. Jeremy fragt, The Red Mariners today? Yes, sir! The Red Mariners will be released today. Alright, so. Ja, wenn ihr jetzt auf jeden Fall Fragen oder sonstige Wünsche, Anregungen und so weiter habt, könnt ihr die gerne in den Chat reinschreiben. Und dann versuche ich das noch zu beantworten. Und wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich mich verabschieden und zum Drop übergehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück beim Drop. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr die Cap eurer Wünsche nicht bekommen solltet. Wir werden auf jeden Fall versuchen zu restocken. Wir werden das in Zukunft auch immer machen. Und ich kann euch auf jeden Fall auch noch einen Tipp geben. Schaut auf jeden Fall regelmäßig in den Shop rein, weil ihr wisst ja Bescheid, unser Kampf gegen die Bots und die Reseller ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns, weil uns ist es wichtig, dass ihr die Cap in Händen haltet. Und wir stocken dann regelmäßig die Cancellations auf, die wir dann durchführen, weil wenn einer komplette Size Runs oder sonst irgendwas bestellt, wird es dann storniert und ihr habt dann die Möglichkeit, einen Tag später die Cap eventuell doch noch zu grabben. Gut. I watched the whole video, even though I can't understand. Jeremy, I'm very sorry about that. So if you have a question in English or something like that, don't hesitate to ask and I would try to answer it, of course. Jeremy, the fact that I guess, who was it? James already knows which caps are dropping because we post them in advance in our Discord. And you can join there and there you can see what we are dropping today. So
Okay, viel Spaß beim Joggen, du Verrückter. Ich war heute Morgen beim Training. Danke für den Stream. Yes, das wird auf jeden Fall lustig werden, weil es ist einfach heiß, aber ich habe irgendwie Bock. Cap Rambo fragt Topsy Stickhoodie. Ja, Jungs, muss ich mich entschuldigen bei euch, habe ich noch immer nicht geschafft. Wir haben in der Woche die Swingman-Hosen bekommen, die Shorts. Wir haben richtig fetten Restock an NBA Swingman-Jerseys bekommen und da kann ich euch auf jeden Fall auch noch sagen, die Swingman-Jerseys wurden vom Preis her ein bisschen erhöht. Wir werden in der Woche die Preise noch nicht erhöhen, aber wir werden das nächste Woche machen. Die kosten dann einen Zehner mehr, glaube ich. Und falls ihr euch noch Swingman-Jerseys grabben wollt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, dass ihr das machen könnt. Und ja, jetzt gibt es sie noch für 89,90. What is Discord? Discord, you find the link now in the chat. Just click on this. This is more or less like, I don't know how to, a chat software where the whole Toppers community comes together and there you can talk about caps, sports, whatever you like. And you will find there awesome, nice people which have the same interests like you. And yeah, so it's completely free. If you want to join us, don't wait. Join us. This would be nice. All right. Okay. Gut, dann würde ich sagen, do you plan that Mariners in a different color with the flat logo? Yeah, of course. We will bring this also in another colorway. Wieder mal überragender Stream. Danke, Pat. Danke, Mr. Krämer. Vielen, vielen Dank an alle natürlich fürs Einschalten. Und er streikt beim nächsten Stream, sagt der Snakey. Ja, da muss ich mir noch was Spezielles einfallen lassen. Das wäre natürlich... Das wäre natürlich nicht geil. Erster Stream, wo du hart geblieben bist. Bin stolz wie Bolle. Ja, so schaut's aus. So schaut's aus. Bin ich froh, dass ich jetzt ein Kapier getrunken habe im Stream, weil sonst hätte ich sicher nicht, hätte die Cap sicher hergezeigt. Aber damit habt ihr was, auf was ihr euch nächste Woche freuen könnt. Und die kann mich natürlich auch freuen, weil ich möchte euch die Cap natürlich unbedingt zeigen, weil sie geil ist. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schönen Abend. Was immer ihr auch noch machen werdet nach dem Drop. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, auch wenn es sehr, sehr heiß wird. Und ja, wenn ihr am Samstag am Abend nichts zu tun habt, dann schaut euch das grandiose Spiel Österreich gegen Italien an. Wer weiß, alles ist möglich. Vielleicht kommt Österreich ja noch einmal weiter. Wäre Sensation, ist jetzt schon eine Sensation. Danke fürs Einschalten, Jungs. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen richtig schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas habt, ihr wisst Bescheid. Einfach patlanta24 auf Instagram, topperstore auf Instagram, hi@topperstore.com, schreibt uns eine E-Mail etc. Whenever, wir sind auf jeden Fall immer für euch da. Und ja, schönen Abend, reinhauen und genießen. Ciao.